In der heutigen Rezension geht es um folgendes Buch, nämlich um Kissing Chloe Brown von Talia Hibbert. Ist erschienen im Forever Verlag, der mir dieses Buch freundlicherweise als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön dafür. Es kostet 12,99 Euro als Klappbroschur, hat 393 Seiten von der Geschichte her und hat von mir 3,5 Sterne letztendlich bekommen. Es war ein ganz schönes Auf und Ab mit diesem Buch. Eigentlich war es erst ein Auf und dann war es ein Ab. Und deswegen gab es auch 3,5 Sterne. Aber mehr dazu gleich erstmal zu dem Inhalt dieses Buches. Es geht vor allem um Chloe. Eigentlich ist es aber aus zwei Sichtweisen erzählt. Also Chloe ist eine junge Frau, die eigentlich immer noch zu Hause lebt, weil sie auch eine chronische Krankheit hat. Und deswegen sich nicht so richtig getraut hat, richtig zu leben, richtig ihre Jugend quasi zu genießen und dann auch mal auszuziehen und ihr eigenes Leben anzufangen. Aber dann erlebt sie etwas auf der Straße, was sie sehr erschüttert. Und dann denkt sie sich, jetzt, bevor mein Leben irgendwann endet, was ja ganz schnell mal passieren kann, auch wenn man das nicht geplant hat und noch nicht alt ist, musste ich erstmal richtig gelebt haben. Also macht sie sich eine Liste. Das erste auf der Liste ist zum Beispiel Ausziehen von zu Hause und den Eltern. Also zieht sie in eine neue Wohnung ein, wo sie als Nachbarn Red hat, der auch der Hausmeister dieses Gebäudes ist. Und die beiden scheinen sich auf den ersten Blick überhaupt nicht leiden zu können. Red findet Chloe irgendwie viel zu hochnäsig und Chloe findet Red zu unhöflich, wenn die sich mal begegnen. Und trotzdem irgendwie ist da was zwischen ihnen. Und als sie eine Abmachung ausmachen, dass Red ihr hilft bei ihrer Liste für eine Gegenleistung, kommen die beiden sich langsam immer näher. Ich mochte am Anfang dieses Buches das Buch sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon Gutes darüber gehört im englischsprachigen Bereich. Und ich mochte den Humor sehr gerne. Es hat mich so ein bisschen, falls ihr euch erinnert an die Serie Pushing Daisies, hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Es ist halt nicht aus deren Sichtweisen. Es ist mehr von einem allwissenden Erzähler. Aber der erzählt so mit Humor. Und ich finde es super interessant. Der erste Satz des Buches ist alleine schon: Eines schönen Tages starb Chloe Brown. Beinahe. Also das fand ich schon super interessant und auch irgendwie witzig. Und der Humor des Buches war auch wirklich gut. Ich mochte auch, dass die Charaktere nicht allzu perfekt waren, wie es so in Liebesgeschichten öfter mal der Fall ist, dass sie alles super toll können und super fantastisch aussehen. Also Chloe Brown hat so ein bisschen mehr auf den Rippen, würde ich mal sagen. Ich glaube jetzt nicht so viel wie ich, aber ein bisschen mehr. Und das wurde zu keinem Punkt erwähnt als irgendwas Negatives oder sie würde sie einschränken. Ihre Krankheit schränkt sie ein, ja, aber nicht ihr ein bisschen zusätzliches Gewicht. Und das wurde auch nie als unschön oder irgendwas erklärt. Und das hat die Protagonisten schon ein bisschen besonderer gemacht. Sie hatten auch Fehler und Punkte, wo sie Sachen gemacht haben, die nicht so toll waren. Ich hätte am liebsten gesehen, dass sie das auch bereuen oder so. Aber manchmal wurde das einfach mit Humor überspielt, was ich am Anfang noch relativ lustig fand und dachte, da kann ich drüber hinausgehen oder hinaussehen. Am Ende hat es mich so ein bisschen mehr gestört, muss ich sagen. Aber ich fand es trotzdem interessant. Als sie sich näher gekommen sind, hat das Buch sich auch wirklich Zeit gelassen, das zu zeigen. Es hat auch nicht so die typischen Tropen genommen, die typischen Probleme, die so ein Paar in so einem Buch durchgeht. Es hat halt gezeigt, hier, wir haben auch solche Probleme, also doch schon, solche Probleme, wie andere Paare haben. Aber in 0, nichts haben wir dieses Problem gelöst und dann haben wir halt ein anderes Problem, was irgendwie vielleicht anders ist, als man es normalerweise kennt, aber halt für uns unüberwindbar ist als typische Probleme. Also es hat auf jeden Fall eine andere Verlaufsstruktur als die normalen Sachen und hat das auch ein bisschen ad absurdum geführt und so quasi Twists eingebaut, weil es wurde so am Ende zumindest so angebahnt, wir haben so ein typisches Problem, was andere in anderen Liebesgeschichten auch ist. Und dann wurde es aber sofort geklärt und dann kam aber ein neues Problem auf. Und dann dachte ich mir, doch nicht ernsthaft. Und dann wurde es irgendwie schon wieder total umgedreht und wieder war das eine andere Art von Problem, obwohl es mitten innerhalb eines Streites war. Also es hat auf jeden Fall sein Auf und Ab gehabt und auf jeden Fall Sachen anders gemacht als andere Bücher. Und das hat mir auch sehr gefallen. Insgesamt muss ich sagen, die erste Hälfte des Buches hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte gedacht, hey, das läuft auf 5 Sterne hinaus. Dann hatte ich so einen Hänger in der Mitte, muss ich sagen, was wahrscheinlich immer noch mit meiner Leseflaute zusammenhang. Und dann kam die zweite Hälfte der Geschichte und die hat mir nicht mehr so gefallen.
Zum einen war es für meinen Geschmack viel zu viele sexuelle Szenen, auch viel zu schnell hintereinander. Also es gab kaum noch Plot. Es gab nur so intime Momente, wo sie sich irgendwelche Geheimnisse verraten haben, was ich interessant fand. Und direkt danach gab es wieder eine sexuelle Handlung. Und dann wieder so eine kurze andere Sache und dann wieder eine sexuelle Handlung. Also es war für mich zu viel. Und auch wie die beschrieben waren, das war so gar nicht meins. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir vielleicht auf Instagram. Ich habe das nämlich in der Story gepostet. Und die meisten, die das mir daraufhin geantwortet haben, meinten auch, dass diese Wortwahl ihnen nicht so zusagt. Mir auch nicht. Ich fand es eher unangenehm als irgendwie anregend. Also es wurden so Worte verwendet wie, ich möchte es jetzt nicht sagen, ich blende es euch hier ein. Ja, das war für mich einfach eher daneben. Ich weiß nicht, ob es im Original ähnlich derbe Worte verwendet wurden oder ob der Übersetzer oder der Verlag jetzt sagt, hey, das mögen die deutschen Leser. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch anders, also die englischen derben Wörter klingen ja auch anders als die deutschen derben Wörter. Und ich glaube, mit den englischen hätte ich weniger Probleme gehabt als mit diesen deutschen. Das ist natürlich Geschmackssache. Und in der zweiten Hälfte sowohl nicht nur sexmäßig, sondern auch von der Geschwindigkeit der Beziehung der beiden ging es dann auf einmal viel zu schnell. Also es ging quasi von 0 auf 100. Es wurde in der ersten Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger als der Hälfte, erklärt, wie sie so langsam von Feinden zu Freunden wurden. Und dann innerhalb eines Abends haben die gerade erst festgestellt, sie sind Freunde und dann 5 Minuten später fangen die schon an, sich gegenseitig zu betatschen, intim. Und dann geht es zur nächsten Szene über, eine Woche später oder so, und dann auf einmal sind die ein Paar und ich habe diesen Übergang gar nicht mitbekommen und dann dachte ich mir so, warte, ihr seid jetzt zusammen? Seit wann seid ihr zusammen? Ihr habt doch gerade erst nur festgestellt, dass ihr Freunde seid und jetzt seid ihr schon, hä? Es hat mich ein bisschen überruppelt, es ging ein bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, vielleicht wollte die Autorin auch einfach kein super langes Buch schreiben. Ich fand die erste Hälfte ja eigentlich ganz gut, dass es so langsam war, aber dann, weiß ich nicht, war der Rest zu schnell? Es hatte ein Pacing-Problem. Vielleicht hätte man die erste Hälfte auch ein bisschen schneller machen können und den Rest ein bisschen langsamer und dann hätte es alles irgendwie das gleiche oder ähnliche Pacing gehabt. Das wäre vielleicht besser gewesen. Es kam also einiges, so, was das Sexuelle und so Beziehungsmäßige war, ein bisschen so aus dem Nichts. Dann in der zweiten Hälfte wurde auch so selbstsüchtiges Verhalten manchmal halt mit diesem Humor so begründet. Also Chloe hat hier ein Kätzchen auf einem Baum gerettet und dann rausgefunden, wem das gehört hat und war dann natürlich so ein bisschen pissig, dass sie das Kätzchen nicht behalten konnte, kann ich gut verstehen. Aber es war dann halt das typische Denken, glaube ich, eines Teenagers, was ich so in Jugendbüchern öfter lese. Die hat es ja sowieso nicht verdient, das Kätzchen zu haben. Sie hat sich ja scheinbar schlecht darum gekümmert. Und wie konnte sie daran denken, in den Urlaub zu fahren, während ihr Kätzchen in einem Baum gesessen hat und nicht runtergekommen ist? Sowas. Und ich habe mich ja sehr viel besser darum gekümmert. Das ist halt sehr pubertär. Es kann lustig sein für manche. Ich fand das halt ein bisschen übertrieben in dem Moment. Vor allem, weil das halt eine super Doppelmoral ist, weil sie teilweise halt eben auch überhaupt nicht sich um das Kätzchen gekümmert hat. Also von wegen, sie hat sich besser darum gekümmert. Deswegen ist es auf 3,5 Sterne gekommen. Es ist immer noch unterhaltsam. Ich fand den Humor immer noch bis zum Ende relativ gut. Ich fand die Probleme, die sie so hatten, im Hintergrund auch so ein bisschen... Also Chloe hat ja dieses körperliche Ding, aber beide haben auch Probleme von früheren Beziehungen, die sie mit sich rumschleppen. Also so psychische Probleme, wie nennt man das? Auf jeden Fall bräuchten sie vielleicht mal eine Therapie und haben Ängste und so. Und das fand ich interessant, aber das ganze Sex-Ding mit diesen Worten, die ich halt sehr unangenehm fand, wo ich dann angefangen habe, diese Szene zu überspringen, hat mir das leider ein bisschen madig gemacht, weshalb es dann auf 3,5 Sterne gekommen ist. Ich finde es immer noch lesenswert. Ich weiß aber nicht, ob ich mit der Reihe weitermache, denn Chloe hat 2 weitere Schwestern und da werden jeweils auch noch 2 Bücher dazu rauskommen. Ich finde es auch als Repräsentation gut, weil Chloe Brown halt dunkelhäutig ist und Red eher der so weiße Typ ist. Dass es da auch überhaupt nicht darum geht, welche Hautfarbe die haben, sondern dass sie sich einfach nur mögen, weil sie sich menschlich mögen, finde ich gut. Und auch diesen Übergang von sie mögen sich nicht zu, sie mögen sich, fand ich auch gut, wie gesagt. Nur, ja, der hintere Teil war jetzt nicht so meins. Müsst ihr euch selber dann ausrechnen, ob es was für euch ist oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.